Ja, so viel zur WM. Werner, was machen wir Deutsche in Südafrika? Ja, das ist für mich ein bisschen schwierig zu beantworten, wenn ich das Spiel jetzt sehe gegen Argentinien. Auch wenn es ein Freundschaftsspiel war, muss ich sagen, war das einfach für mich viel zu wenig von unserer Mannschaft, gerade auch zu Hause in München. Und man hat gesehen, die Argentinier. Aber du weißt ja auch, 2006 beim Sommermärchen durften wir nicht vergessen, im Viertelfinale in Berlin. Ich war live dabei, wenn dann nicht der Papst, der liebe Gott, bei uns mitgespielt hat. Ja. Vielleicht der argentinische Trainer noch den anderen taktischen Auswechselfehler gemacht hat, wäre auch schwierig, jemanden überhaupt ins Elfmeterschießen reinzukommen. Gut, also das ist schon eine besonders klasse Mannschaft. Auf der anderen Seite sagt man ja immer, wir können uns gerade in Turnieren hervorragend. Richtig, das wollte ich gerade sagen, weil man hat es ja immer wieder erlebt. Wir Deutschen sind normal eine Turniermannschaft und wir steigern uns in so ein Turnier rein. Und das ist auch meine Hoffnung, dass das wieder so ist. Und ich gehe auch davon aus. Aber jetzt lernen wir noch uns zur Bundesliga zum Abschluss. Das war das letzte Spiel. Bis zur Beendigung der Bundesliga gibt es kein Länderspiel mehr. Die boomt im Spitzenkampf. Auch international sind wir gut vertreten. Bayern München kann, hoffen wir alle, das Viertelfinale der Champions League erreichen. Für Stuttgart wird es schwer, aber ich glaube, sie haben den deutschen Fußball gegen die zurzeit beste Vereinsmannschaft oder auch gegen den Titelverteidiger der Champions League. Barcelona gut beschritten, es war Werbung für den deutschen Fußball, auch im Eurocup, große Mannschaften raus, aber Wolfsburg drin, HSV drin, ja, Werder Bremen drin, nur Hertha raus als Tabellenletzter. Ja. Ich glaube, das lässt sich sehen, aber ich habe so ein bisschen eine Frage, Werner, bei den Spitzenmannschaften. Ich habe so, wenn ich jetzt Fußball, Bundesliga, alles positiv und dann sage ich so ein bisschen Schneckentempo an unsere Stürmer drauf. Der Kiesling hat in den letzten 10 Spielen einmal getroffen. Beim Poldi wird immer gerechnet, immer. Wie viel 1000 Minuten ja, ohne Tor. Der Gomez trotzdem Riesenlauf, der Bayern erst 2 Tore in der Rückrunde, das muss man, Klose spielt fast gar nicht, deswegen auf der Bank, Kakao kommt jetzt gut, muss man sagen, hat auch als einzigster gegen Argentinien zumindest aufs Tor geschossen, ansonsten treffen die nur noch ihre Bekannte. Und das Tor, ja. Wie siehst du das eigentlich? Ja, Moment, ich sehe das auch ein bisschen schwierig, natürlich ist es auch schwierig für Polny zum Beispiel, der im Moment keine gute Form hat. Und auch natürlich defensiv. Er spielt nicht bei Bayern München, er spielt beim 1. FC Köln und da ist ein bisschen jeder andere Spielweise wichtig, und jeder Punkt ist wichtig. Ja, ein bisschen Sorge macht mir der Miro Klose, weil der hat von meiner Sicht, gerade als Stürmer, zu wenig Einsätze, weil ein Stürmer braucht seine Sicherheit, sein Selbstvertrauen. Aber das hatten alle nicht jetzt gegen. Ja, aber man hat gesehen, aber auch zum Beispiel jetzt Gomez, der vom Van Gaal die im letzten Spiele immer wieder das Vertrauen gekriegt hat, da hat er immer wieder, kommt wieder langsam. Ne? Wer wird Meister, Werner? Ich muss... Meister? Ja. Meister. Ja, als Münchner, also als... Ich bin Münchner, ich lebe ja in der Nähe von München, war lange Trainer, zwar beim Konkurrenten, aber mein Herz schlägt immer jetzt, weil du einfach Münchner geworden bist. Ich drücke dem... Trotz, dass ich es Leverkusen gönnen würde mal, auch der Jupp, der wirklich sehr super Arbeit gemacht hat, auch in München schon. Und das freut mich sehr. Und ja, ich hoffe, dass die Jugendspieler wieder auf... Aber er kriegt es auf die Reihe. Er ist ein alter Fuchs, ein erfahrener Fuchs. Man hat gesehen, dass die älteren Trainer auch alle jetzt oben stehen. Und ja, ich hoffe, Bayern München... Wenn es brennt. Bayern München. Ein bisschen ein kleiner Drecksack, aber ist ja auch klar, sagt ja, wo die Völler auch, ist ja keine taktische Aussage, hat ein Understatement. Bayern München nicht das beste Material, ist das aussehen. Ja, gut, schauen wir mal, was da ist. Aber was man auch so ein bisschen sagen will, ist das Schneckentempo der letzten 4, Freiburg, Hannover, Nürnberg, Bremen, da ist man nicht einer, der einen Befreiungsschlaf macht. Die Woche für Woche gar kein Pünktchen oder mal ein klitzekleines Pünktchen. Wenn ich doch sehe zum Beispiel, Kali, schau mal. Ich habe ja auch mit 60 München die ersten Jahre immer unten gespielt. Und wenn ich sehe zum Beispiel, dass sie überhaupt keine Art haben, einen Abstiegskampf zu bestreiten, richtig zu bestreiten, vom Fighten her, nicht nur vom Fußball, die wollen alle Fußball spielen, aber wenn ich unten in der Tabelle stehe und spiel uns überlebe als Spieler, muss was anderes kommen. Ich erinnere mich auch dran, 96 sind wir mit Leverkusen, noch jeder 1. FC Köln, in letzter Sekunde in der Liga geblieben. Kaiserslautern musste unglücklich den bitteren Gang antreten. Ja. Eine Woche später, trotz der Enttäuschung, hatten die
den Biss, so. Den Fall, so unseren DFB-Pokalsieger geworden. Ja. Jetzt heißt es immer, die Vögel gucken immer nur, ach, die anderen haben auch nicht die Punkte. So, wir hoffen, dass die anderen verlieren. Mhm. Und dieser Gedanke ist schon der erste. Ich muss erstmal meine Arbeit machen, ich muss meine Spiele gewinnen. Und gerade, wenn ich Hannover sehe zum Beispiel. Da geht es jetzt Freiburg in Hannover. Ja, wenn die das nicht gewinnen, wenn Freiburg gewinnt, dann gehen da langsam. Auf einmal ist Berlin auf einmal, weil die anderen auch im Endeffekt auch nicht punkten. Sind die und wieder dran. Sind wieder dabei. Dran. Sind wieder dabei. Wo noch keiner was für Hertha gegeben hat. Wer speichert ab? Wie tippst du jetzt Freiburg gegen Hannover? Ich meine, da ist ja ein 6-Punkte-Spiel. Das ist für Freiburg. Und das heißt für beide Mannschaften. Aber du, das ist so schwer zu tippen. Genau das Gleiche. Wie tippst du? Deswegen fragen wir dich, oder? Ja, tipp ich. Ich tippe auf Freiburg diesmal, weil sie werden das. Wer steigt ab? Ja, ich hoffe, dass Hertha nicht absteigt. Aber ich bin einfach so, Hannover geht, Nürnberg ist ein ganz wichtiges Spiel an diesem Wochenende. Und Freiburg, die ja eigentlich immer zum Schluss dann ins Gras beißen. Und das ist leider also der immer so gewesen. Freiburg? Freiburg, Hannover. Und die Relegation? Und die Relegation macht Nürnberg. Die Berliner retten sich noch. Retten sich. Alte Berliner Bär. Ne? Nee, du hattest ja Löwe. Aber für mich ist, wenn man in so einer Situation ist wie Hertha und kommt dann so ran. Dann da bin ich überzeugt, dann hast dann du auf einmal so einen optimistischen Abstiegskampf und positiven Abstiegskampf. Du hast die anderen negativ und die haben positives Denken. Und das ist im Fußball ganz wichtig, dass du positives Denken hast. Werner. Ja. Tschüss.